Wie kann ich sonst? Danke. Das, bei dem können wir nicht kaufen. Gut, dann ist das hier der falsche Ort. Wir müssen mal eben kurz Proviant kaufen. Und da ich definitiv nicht übernachten werde, das ist definitiv zu teuer bei dem bisschen Geld, was wir haben. Kauf halt mehr Proviant. Richtig. Items. Scheiß auf die eine Dukate, ich nehme jetzt alle drei mit. Weil wir so stinkreich sind, weil wir immer alle Kisten aufmachen. Ey, wir haben jetzt eine Dukate für dreimal Vollheilen ausgegeben. Wir würden normalerweise einmal eine Dukate für einmal Vollheilen ausgeben. Ja, das wäre aber auch in einem Bett. Macht keinen Unterschied, hab zumindest noch keinen gesehen. Frag mal deinen Charakter. Sie sollen sich nicht so anstellen. Ich habe auch schon eine Woche im Wald verbracht. Ja, du warst aber auch freiwillig bei dem Dreckshaufen. Stimmt. Die doch auch. Die können ja... die laufen vor Gesetzeswaren weg, die sie umbringen wollen. Minimaler Unterschied. Stimmt, den Obergesetzeswarer haben wir immer noch nicht gekriegt, aber der kriegt auch noch eins auf den Sack. Ja, das ist der Drecksack, der die Baroness gehängt hat. Ah, der hat Gesetzeswarer. Die Einstellung, wer sich mit Mördern abgibt, ist selber ein Mörder, darf getötet werden. Nicht unbedingt eine gesunde Einstellung, aber passt schon. Also für ihn wird das definitiv keine gesunde Einstellung sein. Das wird ihn definitiv killen. Beziehungsweise wir werden ihn dafür definitiv killen. Wenn ihn nicht vorher der Drache erwischt. Aha. Ja. Oder ja. Meinst du Mama Assel? Es gibt irgendwo Drachen, ganz sicher. Naurin glaubt, dass alles von einer Drachenverschwörung gedingst ist. Der goldene Drache. Blut, Drach, Ugra, Drecho, Rug. Wir sollten uns auf die Goblin-Hexe konzentrieren. Goblin-Hexe. Das wird den Rest der Bande einschüchtern. Es kommen immer mehr. Ja, dann grill mal die Hexe. Ja, wenn ich denn mal darf. Der erstmal darf die Hexe grillen. Wieso habe ich auf deine 50%? Heimvorteil. Serious? Das weiß ich. Das ist ein verkacktes Goblin-Lager. Okay, dann kriegst du erstmal einen normalen Bogen. Wow, das war echt gar nicht mal so beeindruckend. Und Norin kommt doch mal vor als Tank und... Du kannst nicht so weit schießen, genau. Nee, unser Nein, der Magier kann da nicht hinschießen, weil wir im Weg stehen. Über das Feuer sollte ich doch aber rüberkommen. Also. Oh. Warum versuche ich sie überhaupt? Ich verkacke das sowieso wieder. Ich glaube, die Goblins sind ein bisschen stärker. Ich glaube, das wird gleich zu einem Reload führen. Die stehen jetzt aber gerade wunderbar für einen Feuerball. Ja, und der Zwerg steht auch überhaupt nicht daneben. Der Zwerg braucht keine Hilfe, hat er selber gesagt. Oh. Furchtbar, furchtbar, furchtbar. Mach jetzt weg. Ah, nee, geht nicht. So weit auseinander, schade. Naja, aber zwei könnte ich treffen. Ja, Sam wollte aber den Zwerg mitnehmen, deswegen... Nein, das schon... Nein, ich habe das nämlich mal ausprobiert und das war eine blöde Idee. Aber es gab ein Achievement. Es gab ein Achievement. Nee, aber nächste Runde stehen ja wahrscheinlich alle vier Goblins nebeneinander, dann ist der Feuerball vielleicht besser. Dann guck doch nochmal, ob du die Hexe triffst. Ja, dann mache ich den Kleinen, dann mache ich den Großen. Mach den Großen. Mach den Großen und hoffe, dass ich treffe. Naja. Immerhin. Jetzt stehen sie schon wieder sehr denkbar ungünstig. Doch, wenn du jetzt nämlich den Feuerball mitten auf den Zwerg haust. Ja! Hast du alle vier Goblins. Ja, und den Zwerg. Details. Kleine Details, das ist ein Zwerg. Puh, die heilt! Deswegen sollst du sie töten. Oder einfach alle anderen mit einem Feuerball töten. Feuerball, ein Feuerball. Ich muss ja erstmal hier in der Bogenschütze stehen. Scheiße, ich. Da kann ich über kleine Goblins rüberschießen? Über den Zwerg kann er mit voller Prozentzahl, aber nicht über den. Wenn ich jetzt hier den dicken mache, habe ich eine 50% Trefferchance. Ja, gut. Die davor stehen. Aber gut, ich habe sowieso mit dem Großen bis jetzt noch nicht getroffen. Oh, wow, 5 Schaden. Beeindruckend. Ich will mit Naurim endlich einen Rundumschlag machen können. Wie viel? 35. Naurim! Zieh dich kalt an. Es geht nicht anders. Ihr habt doch alle einen solchen Schuss. Und er trifft doch nicht mal. Ja, ich glaube,
nächste Runde solltest du das unterlassen. Da solltest du eher heilen, als mein Feuerball auf den Zwerg hauen. Ja, zumal ich hätte die Hexe eher treffen wollen, weil die hat sich nämlich gerade wieder voll geheilt. Ach du heilige. Richtig. Shit. Ja, dann... Aber die Hexe hat auch bald keinen Mana mehr, so ist es nicht. Konzentriertes Feuer auf die Hexe. Konzentriertes Überleben auf den Zwerg, weil wenn die Goblins da weg sind... haben wir ein Problem. Das Problem ist, ich... Wobei, noch hat er ja 20 Leben oder was? Soll man sich hier auch konzentrieren? Verkackt. Und verkackt die Heilung, ja. Oh. Ich kann sagen, yay, sie hat den Zwerg. Mist! Wir könnten uns nicht bewegen. Gut, der erste Goblin ist weg. Ja, und jetzt ist das eine Nekromantin, Goblin-Hexe und belebt die wieder. Sie hat aber kein Mana mehr gleich. Genau, Astralenergie im Kurz. Dämliche Zippe. Da ist auch so eine Hütte zwischen. Ich weiß. Warum kann ich die Hütte nicht abfackeln? Das wäre wesentlich effizienter. Das gibt Stress mit der Genossenschaft. Das sind Goblins! Ja, gut organisierte Goblins. Der nächste Goblin ist weg. Ich mach erstmal das Kleinzeug. Oh. Ich hätte Norin, glaube ich, heilen sollen. Ja, hättest du. Und tschüss, Norin. Ach, schade. Immer dieser latente Zwergenhass hier. Ih, scheiße, da kommen ja immer wieder neue raus. Ah! Okay. Das heißt, wir müssen die Hexe wegmachen. Die Hexe muss den Zwerg wegmachen. Mal gucken, wer es zuerst schafft. Bitte, bitte, triff. So dumm. Ja, das war der Zwerg. Ja, noch weicht er aus. Wenn jetzt der nicht trifft und die Hexe nicht von hinten. Aber die zieht auf den Zauberer. Der kann sich nicht mehr bewegen. Bewegen wird überbewertet. Glückwunsch, Sie haben ein Standzwerg. Geschütz, irgendwas. Wo ist die Balliste, verdammte Scheiße? Wenn der Zwerg nicht mehr laufen kann, ist natürlich doof. Ja. Ja, gut. Jetzt zum Beispiel. Ja. Jetzt ist ganz blöd. Ich würde ja sagen, renn weg, aber merkst du was? Ich habe ja noch Bewegungsfeld, aber er wird verflucht langsam werden. Glückwunsch, du hast den Zwerg nochmal getroffen am Boden. Und da hinten kommt schon der nächste Goblin, ne? Ich fürchte, das wird zu einem unweigerlichen Vibe führen. Ja, kann man sagen. Ich bin geneigt, jetzt schon zu neu zu laden, weil... Was hast du jetzt noch? Ich hab noch 1, 2, 3 Goblins und die Hexe. Ja. Ist gerade wieder einer rausgekommen oben, oder? Richtig. Ich habe noch einen Lebenspunkt auf dem Magier. Gut, der Bogenschütze ist noch relativ voll, aber mit dem müsste ich auch erstmal durchkommen. Und hier ist auch, steht auch wieder einer. Das kommt davon, wenn man irgendwelche mörderischen Plünderbanden spielt und die einfach harmlose Dörfer anderer Rassen angreifen. Armen, kleinen, unschuldigen Goblins. Ja, die haben dir nichts getan. Die wohnen da einfach nur völlig friedliebend und du marschierst da ein. Die haben mich da im Wald angegriffen. Das ist Blutrache. Du hast sie im Wald angegriffen. Du hast den ersten Schuss geführt. Die wollten meine Stiefel haben. Sie haben zuerst zurückgeschossen. Ja, das wirft jetzt nichts. Ja, ja, ein Solo. Man muss dazu sagen, dass Sam da etwas eigenartig ist mit Goblins. Er kommt aus dem Goblin-Ghetto und deswegen... Kommt aus dem Goblin-Ghetto. Ja, das Festumer Goblin-Ghetto. Aha. Es sind zu viele. Ich mag die Art hier. Das Schöne an Goblins ist, dass es immer mehr davon gibt. Das ist hier gerade auch wunderbar der Fall. Die sind wie Murlocs. Es gibt einfach zu viele davon. Ich hasse dieses Geräusch. Warte, Moment, das geht noch besser. Und jetzt im Kanon. Kann ich leider nicht. Dafür ist ja Sam da. Ich google nicht so gut, tut mir leid. Ja, und damit versuchen wir das Ganze mal erneut. Ja, ich möchte den Kampf wirklich wiederholen.
alles rennt nach vorn und hackt auf die Hexe. Alle Deffen, zwei vor. Alle Deffen, alle greifen an. Punkt. Wir sollten uns auf die Kopf. Das wird den Rennen. Ja, wir wissen es. Hättest du mal auf den Twerk gehört. Direkter Angriff. Verfehlt. Der Zwerg sprintet nach vorne. Ich habe gesagt, dass die kleinen Goblins auf deine Feindkämpfer gehen. Details. Manchmal muss man Opfer bringen. Ja, aber das sitzt ganz gut. Das ist jetzt uncool. Das ist noch viel uncooler. Naja, aber das ist, der ist jetzt so nah an der Hexe dran. Das sollte ihn ja nicht mehr so arg halten dann. Er kann sich zumindest schon mal in die Richtung umdrehen. Kannst du nicht mehr zaubern, wenn der dran steht? Doch. Doch, ich kann den zaubern, aber... Hexe. Ja. Er ist eine Hexe, verbrennt ihn! Nein, bitte! Hier, nehmt Würmer! Leckere Würmer! Was willst du mit Holzwürmern? Okay, der Goblinmann sagt, alles nein! Klar! Nein! Deine Würmer fressen dich! Herzlichen Glückwunsch, Sam. Du bist an einem Goblin-Genozid schuld. Alles nehmen. Ich habe mich nur gewundert, warum sie dir Holzwürmer anbietet. Von allen Sachen, ja, die... jetzt hast du keine Holzwürmer. Pass auf, gleich kommt irgendwas mit... Dies wird nur von Holzwürmern aufgemacht. Meh. Da sind 100 Dukaten drin. Wenn ihr Holzwürmer habt, die Truhe zerfressen. Puh. du hast ja genug Geld. Ach, nein, da war was. So, und dann gehen wir mal zu mir. Ihr habt mich zur Hälfte geheilt, wenn ich jetzt noch Holzwürmer bekomme. Verdammt, die Holzwürmer wären die Waffe gegen den Waldschrat. Ja. Das wäre interessant, ob das klappt. Ich habe keinen Durst. Ich werde nie wieder Durst haben. Gegen den trockenen Mund. Oh, gib her. Das ist ja scheußlich. Und es macht schläfrig. Seit einem Mond ist sie jetzt in diesem Zustand. Meine kleine Schwester. Hässliche Welt. Warum geschieht uns immer das Schlimmste? Ich hätte auf sie aufpassen müssen. Alles Karma. Weißt du, was mit deiner Schwester passiert ist? Ich habe nichts bemerkt. Sie war auf einmal verschwunden. Und genauso plötzlich war sie wieder da. Mit diesem... Loch. Aber vor einer Woche habe ich in keiner, der Nacht was Dummes, weil da Loch steht. Muss gar nicht in die Runde gucken. Er war über Salva gebeugt, hat ihren Mund geöffnet. Als er mich bemerkte, verschwand er. Ich habe ihn verfolgt, aber ich war wohl nicht ganz bei mir. Wir fragen sie mal über die Wilderei. Du bist eine Wilderin, sagt der Heiler. Ihr seid nicht besser, sagt mein Bauch. Gute Antwort, muss man ja lassen. Ist eine Halbelfe, kontert den Zwerg sehr gut. Traumkraut. Das geht in den Geldbeutel, nicht wahr? Ein Grande kann sich das leisten, aber eine Jägerin? Was ist denn ein Grande? Was ein... Wie bitte? Das ist ja putzig. Ja, wie war das mit Gossenwissen minus 5? Ja. Mehr über den Fremden. Wie sah der Fremde aus? Er war kräftig, hatte eine Glatze und ein pockennarbiges Gesicht. Kommt mir bekannt vor. Lysanders Folterer. Ihr kennt ihn. Wir haben noch eine Rechnung offen. Ich bin seinen Spuren gefolgt. Nein, bis zu einem Landhaus südöstlich von hier. Angeblich die eine Prinzessin. Aber es ist Tag und Nacht bewacht. Was wahrscheinlich alles auch in Verbindung mit dem Drachenkomplott, das Naurim da riecht, steht. Unsere Vermutung. Kannst du uns dorthin führen? Kommt. Am Ende war es die böse gelbe Elektroratte. Was?
Der Spielleiter hat gefragt, ob er die DSA-Runde aventurisch reinhalten soll oder ob er auch hin und wieder Anspielungen auf andere Sachen machen darf. Und als Beispiel meinte er, also stört euch nicht, wenn ich da irgendwann so ein komisches Viech wie ein Pikachu beschreibe als kleine gelbe Elektroratte gegen ihr kämpft. Okay.